Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Königin des Untergrunds anzunehmen bei Wächter Vingoda im Ardenwald, Höhle der Matriarchin. Das ist an dieser Position. Hier hinein gibt es mehrere Wege. Also hier bin ich hineingelaufen ungefähr. Aber das werde ich euch zeigen, beziehungsweise ich zeige euch jetzt einen anderen Eingang. Vorquest war ein dickes Problem, sollte ich es noch nicht erwähnt haben. So, hier ist zum Beispiel ein Eingang. Hier die Map. Schnell wieder hinein, bevor die Mobs kommen. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Unter anderem zum Erfolg Besucher des Ardenwalds, wo auch diese Quest dazu gehört. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in den Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr ohne langes Rumgeklicke direkt zu eurer gesuchten Quest springen. Ihr habt es gesehen, genau diesem Schlag muss man ausweichen. Hab jetzt nicht darauf geachtet, wie er heißt. Irgendwas mit Psychoschlag? Kann das sein? Schauen wir gleich. Macht sie nochmal. Ah, ein Biss. Psychoschlag, es ist Psychoschlag. Habe ich mich doch nicht verschaut. Oder falls ich mich doch verschaut habe, korrigiert mich in den Kommentaren. Ich lese Psychoschlag immer. So, Quest ist abzugeben bei Wächter Vingoda. Im Ardenwald, Höhle der Matriarchin, habe ich euch ja gezeigt. Ungefähr hier ist ein Eingang und hier ist ein Eingang. Und ich glaube, irgendwo ist noch ein Eingang. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Eizocke, Ende.